Ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einem weiteren spannenden Ligarennen aus der AOR Saison 22 hier auf dem PC aus Split 1. Heute sehen wir den zweiten Lauf beim großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya. Eine Strecke, die wir alle bestens kennen sollten, da diese schon seit Ewigkeiten auf dem Formel 1 Kalender vertreten ist. Und ganz nebenbei war auch eine der zwei Qualifikationssessions hier für die AOR Saison 22 hier eine Runde auf dem Circuit de Catalunya. Von daher können wir uns darauf einstellen, dass die Competition auf dieser Strecke extrem stark sein wird, denn die Leute haben schon geschwitzt in Vorbereitung und wahrscheinlich auch geschwitzt, um hier bei diesem Ligarennen teilzunehmen. Wird also wie letztes Mal beim großen Preis von Bahrain extrem schwierig hier und heute. Apropos letztes Rennen, Saisonauftakt, das ist aus meiner Perspektive absolut suboptimal gelaufen. Strategie-Call falsch gemacht, dann während des Rennens einige Probleme gehabt und. Also da ist auf jeden Fall nicht alles rund gelaufen. Nichtsdestotrotz ist das Video auf meinem Kanal generell einfach mal wieder richtig gut bei euch angekommen. Über 620 Daumen nach oben, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und das zeigt mir persönlich einfach, dass ihr nach wie vor diese entweder nachkommentierten Rennen oder generell die Ligarennen auf meinem Kanal am meisten feiert. Und ich will wirklich für die Zukunft gucken, dass ich da so ein bisschen drauf aufbauen kann. Ich plane in Zukunft auch mal wieder ein paar Ersatzfahrer im Ligarennen, an denen ich teilnehmen werde. Ich habe da auch noch ein paar Ligarennen auf Lager sozusagen. Und ich habe dann noch die eine oder andere Option, die ich möglicherweise wahrnehmen werde. Und weil wir sind ja bei der Koop-Karriere jetzt auch schon fast am Ende. Ich habe jetzt mit Patrick letzten Dienstag den letzten Stream gemacht. Und bis wir da, oder falls wir überhaupt eine zweite Saison machen, das wissen wir ja noch gar nicht. Und da muss man sich natürlich überlegen, was man da in Zukunft noch so alles bringen kann. Und da wird auf jeden Fall noch das eine oder andere kommen. So, werfen wir einen Blick auf das Qualifying hier auf dem Circuit de Catalunya in Vorbereitung auf den großen Preis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon ein ziemliches Hin und Her. Ich habe wirklich gerätselt und getüftelt mit dem Teamkollegen Kev Genetics. Wir haben uns überlegt, hey, was ist denn die beste Strategie für uns? Wir sind ja generell so eher im, sagen wir mal, Mittelfeld bis vordere Mittelfeld anzusiedeln, so was die Grundpace angeht. Und da muss man sich halt wirklich auch ab und zu mal die Frage stellen, was ist renntechnisch für dich als Mittelfeldteam im Grunde genommen am sinnigsten, um dann am Ende die meisten Punkte rauszuholen? Und wir sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es am sinnigsten wäre, sich hier überhaupt nicht auf den Soft zu qualifizieren, sondern einfach auf den Medium zu starten und dann auf die Harten zu gehen. Das war nämlich zumindest in unserem Testrennen, beziehungsweise haben das auch manche auf Instagram abgestimmt. Ich hatte ja sogar eine Umfrage am gleichen Tag gemacht, was ich für eine Strategie fahren soll. Da kam wirklich alles Mögliche zustande. Also war auf jeden Fall sehr witzig, das durchzulesen. Aber das war meiner Meinung nach und der Meinung nach von CapGenetics auf jeden Fall, wenn man einfach mit Medium auf 1 losfahren würde und dann halt auf Hard gehen würde, irgendwann wäre das unterm Strich meiner Meinung nach die schnellste Strategie gewesen. Du kannst natürlich das jetzt nicht 1:1 auf so einen Online-Multiplayer beziehen, denn hier hast du andere Gegebenheiten. Hier hast du natürlich erstmal Gegner. Ich sag mal, wenn du dich auf den Mediums hier qualifizierst, dann bist du natürlich nicht Erster. Es sei denn, alle fahren vielleicht auf den Mediums. Aber selbst dann ist es verdammt schwierig, hier mal eine Pole-Position zu holen. Ich hatte die Problematik ja letztes Mal schon angesprochen. Split 1 AOR ist halt was anderes als Split 2 AOR letzte Saison. Hier ist nochmal wirklich ein ganzes Schüppchen draufgelegt. Mehr Fahrer absolut auf Schwitzerniveau. Und wenn du hier wirklich was reißen willst, musst du einfach auch richtig gut im Saft sein und darfst dir im Grunde genommen keine Fehler erlauben. Noch weniger Fehler als letzte Saison, also die Competition ist wirklich mega hart. Tja, wir haben uns überlegt, halt auf den Mediums zu starten, deswegen hatte ich meinen ersten Softrun auch abgebrochen, weil ich mir einfach die Chance bzw. die Möglichkeit offen halten wollte, auf den Mediums zu starten. Und wir sehen sogar eine 1:15:1 auf den Mediums. Das ist meine absolute Bestzeit auf den Mediums. Die Zeit bin ich vorher mit den Mediums noch nie gefahren, von daher bin ich mega zufrieden mit der Zeit. Und wir sehen auch, der Jan Fehler, der Ex-E-Sportler, der ist auf einer 14:9 mit den Memes gewesen. Also wir sind gar nicht mal so weit entfernt. Das hat mich eigentlich echt überrascht, muss ich sagen. Dann haben wir die anderen Fahrzeuge gesehen und die sind halt alle auf den Softreifen. Und ich habe mir so gedacht, okay, denen scheint das wohl alles egal zu sein, ja? Die gehen einfach auf Track Position und es ist an sich gar nicht mal so blöd, denn hier in Spanien kannst du super schlecht überholen. Und wenn du hier eine gute Track-Position hast, dann ist das schon wirklich die halbe Miete, kann man sagen. Und man kann eigentlich auch davon ausgehen, dass es hier im Rennen knallen wird, denn die Curbs auf der Strecke sind wirklich brutal. Du musst sehr, sehr genau fahren, du musst höchst konzentriert sein
und du musst einfach, ja, deine Track Position haben und die dann bestmöglich verwalten. Und insbesondere dann in Beschleunigung auf die Start- und Zielgerade musst du dann halt auch immer relativ viel ERS verbraten und gucken, dass du halt im DRS-Train bist, damit dein Hintermann dich nicht attackieren kann. Und deswegen, ja, haben wir uns quasi, beziehungsweise habe ich mir den letzten entscheidenden Versuch hier bis auf die letzte Sekunde gelegt, wie wir gerade sehen können. Zeit ist jetzt abgelaufen. Wir sind grün unterlegt im Mittelsektor. Gar nicht mal so viel schneller als auf den Mediums. Das ist ja wirklich das Verwunderliche. Also die Mediums und die Softies sind gar nicht mal so krass voneinander entfernt, außer hier im letzten Sektor. Da wird dann der Unterschied doch ziemlich, ziemlich deutlich, wie wir gerade oben rechts am grün unterlegten Delta sehen können. Fast 15 Sekunden im grün unterlegten Delta. Hier gehen wir einen Ticken zu tief rein, haben jetzt hier nochmal minimalen Quersteher. Nichtsdestotrotz, die Runde war wirklich richtig solide und die Zeit bleibt stehen bei einer 1:14.6 und damit katapultieren wir uns hier und heute auf einen sehr, sehr starken vierten Platz. Also jetzt wirklich, no joke, ich bin echt zufrieden mit der Runde gewesen. Ich hatte im Grunde genommen einen Versuch und da habe ich die 14.6 rausgekommen. Klar, am Ende der Session, aber in Vorbereitung, im Training war meine Bestzeit, glaube ich, auch eine 14.6, eine tiefere. Also ich war 50.000stel im Training schneller und das hätte jetzt hier für, ja okay, das hätte vielleicht für Platz 3 gereicht, aber dennoch, ist wirklich eine richtig starke Startpositionierung und deswegen schauen wir auf den Rennstart. Hier beim großen Preis von Barcelona, 5 rote Lichter gehen jetzt aus, das Rennen ist freigegeben und wir sehen, der Patrick hat erstmal einen etwas schlechteren Start, drückt er wahrscheinlich ein bisschen früh auf den Overtake-Button, kann da seinen Williams vor uns positionieren und jetzt sind alle Fahrzeuge quasi gleich schnell am Ende der Geraden. Wir versuchen es innen zu positionieren, keine Berührung zu bekommen, alle Fahrzeuge super gesittet, das erwartet man auch von Split 1. Hier in der AOR, wir verlieren hier die Linie, weil wir da durch die Dirty Air nach außen gedrückt werden und das ist hier möglich, hier für den Haas-Piloten hier auf der rechten Seite reinzustechen und genau das tut er auch. Eiskalt genutzt die Möglichkeit, profitiert davon, dass ich da einfach ja ein bisschen zu spät eingelenkt habe, bisschen Untersteuern gekriegt habe durch die Dirty Air, die ich vorher in den Test-Sessions gar nicht gehabt habe, denn da bin ich meistens vor dem Kollegen Kev Genetics gefahren. Also das auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Aufruf. Man sollte womöglich auch mal in Dirty Air testen, denn das ist definitiv auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Das kann das ganze Handling im Grunde genommen, kann das komplett ändern. So, ich meine, jetzt sind wir auf P5, eine Position verloren, das ist aber absolut noch kein Weltuntergang. Das kann passieren, war natürlich nicht ganz ideal, ich hätte natürlich gerne den vierten gehalten, aber wie ich gerade schon gesagt habe, es ist theoretisch alles möglich. Und jetzt wollen wir dann mal die nächsten Augenblicke und Momente nutzen und schauen uns mal hier dieses ganze Geräusche an, was hier auf dem Circuit de Catalunya überhaupt so möglich ist. Und wir sind gerade mal in Runde 2 von 33, und ja, wir merken jetzt schon, also auf der Geraden, wenn du hier so ein bisschen Overtake verbrätst und dann im Windschatten bist und der Vordermann im Windschatten ist, du kommst im Grunde genommen kein Stück näher, ja. Du könntest natürlich ein bisschen länger noch Overtake drücken, aber es würde keinen Sinn machen. Du würdest einfach nicht nah genug drankommen am Ende der Geraden und deswegen ist das Einzige, was man jetzt tun kann, im Grunde genommen zu warten, bis dann ab Runde 3 das DRS freigegeben ist. Und das ist ja nächste Runde dann schon der Fall, da sind wir dann in Runde 3. Deswegen würde ich sagen, springen wir da einfach mal dahin, beziehungsweise springen wir schon zur Mitte von Runde 4. Der ist es jetzt freigegeben und wir sehen vorne der Jan Fehler, der Ex-E-Sportler, der hätte schon einen ordentlichen Gap rausgefahren auf den Zweitplatzierten. Momentan der Patrick, genau, im Williams. Der ist momentan Zweiter, hat den F1 Racer überholt und der Ripson ist immer noch dahinter. Wir sind auch dahinter, also ich meine, diese ganze Gruppe hier von P2, 3, 4, 5, 6, 7, die sind im Grunde genommen alle in einem dicken Train. Der Einzige, der sich da gelöst hat, ist halt der Jan Fehler auf der 1 momentan. Und ja, jetzt schauen wir nochmal, wie es gleich aussieht auf der langen Start- und Zielgeraden. Mit der Hilfe des DRSs kann man hier überhaupt ein bisschen näher kommen. Und wir sehen, der Ripson ist auf jeden Fall nah genug dran am Ferrari vor ihm, der kann auch DRS nutzen, aber wir sehen auch hier schon, wir kommen inmitten der Gerade ein bisschen näher, aber auch dann lohnt es sich einfach nicht mehr, weiter auf den Overtake-Button zu drücken, weil du einfach nicht vorbeikommen würdest. Ja, ich sag mal, im Zweifel könnte der Vordermann dann auch im entscheidenden Moment auch nochmal kurz auf den Overtake-Button drücken und dann wäre das Überholmanöver sowieso vereitelt. Von daher müssen wir schauen, wie wir das jetzt hier machen. Wir sehen auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt des Rennens, ich hatte auch wirklich ernsthaft das Gefühl, ich hätte ein bisschen schneller gekonnt als der Haas-Pilot, aber ihr wisst ja wahrscheinlich selber, wie das ist. Wenn du Fahrzeuge vor dir hast, in erster Linie kannst du dann die Pace matchen, aber dann quasi diesen Pace-Vorteil von dir auszunutzen und dann erstmal vorbeizugehen und das dann auf die Strecke umzumünzen, das ist entweder nicht möglich oder verdammt schwierig. Und
ja, hier im Mittelsektor fast keine Möglichkeit zu überholen. Das ist im Grunde genommen Ding der Unmöglichkeit. Die einzig wirklich realistische Chance, hier zu überholen, ist einfach auf der Start- und Zielgeraden. Und deswegen müssen wir eigentlich gucken, dass wir mit Hängen und Würgen hier im letzten Sektor so nah dran sind, dass wir einen etwas besseren Exit als der Kollege vor uns hier aus der letzten Kurve haben und dann halt auf die lange Gerade hier wirklich mega früh Gas geben und dann extrem früh das Overtake aktivieren. Aber wir sehen, der Ripson, der versucht das Gleiche natürlich auch beim F1 Racer. Ja, der hat den F1 Racer vor der Nase, der ist in der gleichen Position, in der ich gerade bin, nur eine Position quasi weiter vorne. Und auch der schafft es nicht da, irgendwie einen Move zu machen, weil es einfach verdammt schwierig ist. Ich denke mal auch, was die Setups angeht, werden hier keine wesentlichen Unterschiede stattfinden, zumindest was den Flügel angeht. Also ich bin hier auch einen relativ hohen Flügel gefahren und ich glaube, man sieht es auf der Geraden, das sind wirklich keine riesigen Unterschiede. Ja, alle Fahrzeuge sind im Grunde genommen gleich schnell, alle sind in WRS-Train und im Grunde genommen kommt keiner vorbei. Jetzt aber hier der F1 Racer, der versucht es auf der Außenseite gegen den Patrick und der macht es sogar gegen den Patrick. Und wir spinnen uns in dem Moment über dem linken Innenkurb ganz, ganz Scheiße, unglücklich Mann. Weg. Für mich aus meiner Perspektive keine Möglichkeit, da das Fahrzeug zu retten. Und ja, jetzt zufälligerweise genau in dem Moment kommt dann ein Safety Car raus. Das war jetzt nicht ich schuld, das war jemand anderes, der irgendwie aufgegeben hatte. Schauen wir uns das hier nochmal in der Wiederholung an. Ich lenke hier einen im fünften Gang und schon beim Rauffahren auf den Curb, da bricht im Grunde genommen schon das Heck aus. Wie ich gerade schon gesagt habe, keine Chance an der Stelle für mich, das Fahrzeug noch abzufangen. Und das Unglückliche war jetzt eigentlich, dass ja, wir dadurch natürlich erstmal mega viele Positionen verloren haben. Dadurch, dass das Safety Car jetzt rausgekommen ist, ist das natürlich ein gefundenes Fressen für alle Fahrzeuge auf dem Grid, an die Boxengasse zu gehen und sich quasi einen Free Boxenstopp zu holen. Und da ich hinter dem Kev Genetics dann gelandet bin, musste ich natürlich hinter ihm an die Boxengasse fahren, musste in den sauren Apfel beißen, musste warten, bis die Boxencrew den abgefertigt hat und konnte dann erst sozusagen zum Service kommen. Und ja, das hat mega viel Zeit gekostet, alles unterm Strich, wie wir gerade sehen können, 15. Platz. Vor der Safety-Car-Phase waren wir 5. Also das ist wirklich schon ein ziemlich großes Brett gewesen, muss man einfach sagen. Und natürlich auch unlucky, dass ich dann halt hinter dem Kev Genetics gewesen bin. Klar, man hätte, ja, wir haben darüber diskutiert, ob der Kev nicht weiter hätte draußen bleiben können, denn der war ja eigentlich auf den Mediums am Start. Im Endeffekt wäre das, glaube ich, sogar die sinnigere Variante gewesen, denn man darf halt nicht immer so diesen Moment betrachten, man muss das Ganze in der Weitsicht betrachten. Und wenn wir uns hier diese Strecke in Barcelona angucken, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass es nochmal eine Safety-Car-Phase geben wird. Nur diese Weitsicht haben wir zu dem Zeitpunkt des Rennens einfach nicht an den Tag gelegt. Ja, der Kev Genetics hat einfach die Chance gesehen und hat dann gesagt, okay, ich gehe jetzt halt auf die Harten. Ich meine, es ist ja auch sein gutes Recht, aber er hätte halt auch noch deutlich länger draußen bleiben können. Das wäre ja wirklich nicht das Problem gewesen. Aber ja, gut, es ist halt jetzt, wie es ist. Und wir sind in Runde 14, nein, wir sind nicht in Runde 14, wir sind 14. in Runde 12 und jetzt sehen wir hier der Zun Cymex, das ist der Simon Nitznik, nur kleine Side-Note am Rande, das ist der Cymex aus der letzten Saison, genauso wie der Dan vor uns, den kennen wir ja auch schon. Der hat jetzt auch ein Problem gehabt, deswegen hat er uns da netterweise vorbeigelassen, wahrscheinlich irgendwie Damage oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Wahrscheinlich wollte der jetzt nicht den unnötigen Bremsklotz hier in diesen kurvigen Passagen im Mittelsektor spielen. Von daher auf jeden Fall Fair Play an dieser Stelle. Tja, und jetzt schauen wir uns diesen ganzen Spaß mal hier aus dem hinteren Mittelfeld an. P13 hinter dem Dan, hinter dem Atrocity oder wie auch immer man ihn nennen mag. Dann ist da noch ein Sauerbraten, der Armate, den haben wir ja auch lieben gelernt in der letzten Saison. Also alle Kollegen mit dabei und ja, wie wir gerade sehen können, alle im Grunde genommen gleich schnell. Selbst wenn da jemand schneller sein würde, man würde es nicht feststellen, weil du kommst halt einfach so gut wie nicht vorbei. Der Dan, der ist am Sauerbraten dran, ich bin am Dan dran, ich bin zu weit weg vom Dan, kann hier nichts tun auf der Geraden, weil der Dan hat halt auch DRS, also der typische DRS-Train, wie man ihn auch ja relativ häufig im E-Sports-Bereich schon gesehen hat. Wenn halt viele Fahrzeuge im Grunde genommen gleich schnell sind, ist es einfach schwierig, da
sich sozusagen herauszukristallisieren. Insbesondere auf so einer Strecke wie Barcelona, wo halt die Track Position einfach wirklich extrem entscheidend ist. Das muss man einfach festhalten. Und jetzt haben wir hier gesehen, der Donut Hole, der hat sich hier einmal weggespinnt. Also ich bin nicht der Einzige, der sich damals spinnt. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie Fremdverschuldung oder sowas gewesen ist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt dadurch eine Position sozusagen auf dem Silbertablett geschenkt gekriegt. Und wir springen zur Runde 16 von 33, der dann eine richtig schlechte Linie durch die Kurve spinnt sich einmal weg. Und da müssen wir übelst in die Eisen gehen. Das Problem ist jetzt aber, wir sind nicht im DRS-Fenster. Und jetzt kommt der Hütinen von hinten an. Und der denkt sich, yo Mann, gefundenes Fressen. Ich fliege einfach mit DRS auf der langen Geraden an dem Alpin vorbei. Überhaupt kein Problem, den wegzusnacken. Der kann sich überhaupt nicht verteidigen. Und genau das ist es halt. Wenn du nicht selber DRS hast, dann hast du keine Chance gegen den Hintermann. Aber wenn alle im Train sind, keine Chance. Da kannst du nicht überholen. Aber im Grunde genommen, ja, war es an dieser Stelle des Rennens so wie gewonnen, so zerronnen. Ja, der Dan hat einen Fahrfehler gemacht, hat sich weggespinnt, eine Position gewonnen. Ich war außerhalb des DRS-Fensters. Der Hütinen hat die Chance genutzt. Und jetzt hier der Nächste, der weg vom Fenster ist. Und das war der Leier. Und genau jetzt kommt wieder ein Safety Car raus. Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Der Captainetics, der hätte theoretisch bis jetzt sogar mit seinen Mediums fahren können. Der wäre zu diesem Zeitpunkt des Rennens wahrscheinlich sogar Erster gewesen. Das wäre das Ding gewesen. Dann hätte der sich einen Boxenstopp gespart. Ich hätte meinen ganz normalen Boxenstopp machen können, ohne zu warten sozusagen. Meine Track Position wäre am Ende besser gewesen. Seine Track Position wäre auch im Endeffekt besser gewesen, wahrscheinlich. Also deswegen, das sind alles, also ne, hätte Herrentoilette, das kannst du nie vorher sagen. Deswegen schauen wir mal jetzt hier einfach auf den Restart und wieder da. Das ist immer so ein Heckmeck, insbesondere wenn du irgendwie auf P9 oder 10 bist, du weißt nie genau, was der Vordermann macht. Genauso wie hier, der Hütinen, der bremst da an einer Stelle, die ich einfach ja nicht so habe kommen sehen. Glücklicherweise war ich da noch rechtzeitig in der Lage, das Fahrzeug abzufangen, beziehungsweise nicht abzufangen, einfach auszuweichen, muss man einfach sagen. Ansonsten wäre das dann aus meiner Perspektive jetzt gerade vorbei gewesen. Aber ja, durch das Safety Car nochmal in die Boxengasse gegangen, da hätte man auch argumentieren können, okay, macht das jetzt überhaupt Sinn, auf die Mediums zu gehen? Wir haben zu dem Zeitpunkt des Rennens einfach nur gesehen, alle Fahrzeuge gehen an die Box, gehen auf die Mediums. Macht keinen Sinn, draußen zu bleiben auf den harten, weil du wirst von denen weggesnackt. Aber im Endeffekt, wenn ich darüber nachdenke, man hätte einfach auch draußen bleiben können. Dann wäre ich jetzt Erster gewesen. Ich hätte eine geile Track Position und dann hätten die halt erstmal an mir vorbeikommen müssen. Das wäre was anderes gewesen, wie zum Beispiel hier den Hütinen in der Bremszone am Ende des zweiten Sektors zu attackieren. Das war wirklich ein absolutes Messer zwischen den Zähnen Manöver, aber das musste ich dann im letzten Moment leider auch abbrechen bzw. zurückziehen, denn der Hütinen hat da einfach dann auch die Tür zugeschlagen. Aber da sieht man mal, mit was für einer Verzweiflung man hier einfach zu kämpfen hat, wenn man wirklich versucht, rundenlang an seinem Gegner vorbeizukommen und es einfach nicht funktioniert. Und der Dan hat die Session aufgegeben, jetzt kommt das nächste Safety Car raus. Also, das ist jetzt schon, ist es der dritte oder das vierte? Ich weiß es gerade gar nicht. Also, auf jeden Fall das dritte, definitiv. Und daran sehen wir mal, alle Kalkulationen, die im Grunde genommen vorher gemacht wurden mit irgendwelchen Strategien oder so, die kannst du spätestens nach dem dritten Safety Car komplett in die Tonne treten, ja? Also ich glaube im Endeffekt, derjenige, der halt wirklich einfach mal draußen geblieben wäre, der hätte super krass gewonnen. Und jetzt sehen wir das hier. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal diesen Restart an. Der Hütinen ist super langsam vor mir. Ich passe mich an die Speed von dem an. Der Donut Hole überholt den Hütinen, überholt mich auch noch. Also ich, das ist wirklich ein absoluter Mess. Absolut Messi ist das am Ende hier im Mittelfeld. Ja, du kannst es einfach nie genau abschätzen. Du weißt nie genau, wann das Spiel dir einen Strich durch die Rechnung macht. Und jetzt der Hütinen schießt den Donut Hole ab und wir sind hier komplett im Sandwich. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht Gas geben. Alter, ich kann nur bremsen. Alter. Ich kann im Grunde genommen nur das Fahrzeug parken. Und zwar genau in der Mitte von dem McLaren und dem Alpha Tauri. Und dadurch verliere ich jetzt gerade an dieser Stelle des Rennens nochmal zwei wertvolle Positionen, die mich gerade mal WM-Punkt gekostet haben. Also super, super unlucky jetzt hier wieder an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was der Hütinen da machen wollte. Das war aus meiner Perspektive wirklich ein absolut unnötiges Manöver. Du kannst an der Stelle einfach nicht überholen. Du kannst da nicht so reinziehen. Ist ja klar, dass du den dann abschießt. Und der Galaxy ist auch wieder Opfer des Spinallers geworden, des Todescurbs. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Hat das Auto jetzt hier an dieser Stelle zerstört. Und ja, wenn jetzt nochmal ein Safety Car kommen würde, das wäre ja wirklich der absolute Super.
Super-GAU hier beim großen Preis von Barcelona sieht aktuell aber glücklicherweise nicht anders aus. Wobei, unten sehen wir gerade in der Mitte die Nachricht, Rennleitung prüft gerade, ob ein Safety-Car kommen könnte. Sieht nicht danach aus, von daher können wir jetzt erstmal noch auf der Strecke bleiben. Und der Donut-Hole, der hat hier auf jeden Fall zu kämpfen. Muss mal kurz Luft holen. Durch dieses ganze Kuddelmuddel hier sind wir wieder auf die 10. Position nach vorne gekommen. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber wenn wir uns anschauen, was hier alles so passiert ist und was wirklich auch unlucky gelaufen ist, dann wäre durchaus die eine oder andere Position zu diesem Zeitpunkt des Rennens besser drin gewesen. Ja, das ist ja wirklich das Ärgerliche. Es sind wieder viele Sachen zusammengekommen, die nicht wirklich vorhersehbar gewesen sind und ja, jetzt kann man wirklich sagen, rest in peace, Rennen ist vorbei aus meiner Perspektive. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe es zu Beginn des Rennens angesprochen, du willst einfach im letzten Sektor so nah wie möglich dran sein, um dann wirklich eine Chance zu haben, um den Gegner zu überholen auf der Start- und Zielgeraden mit DRS. Das wäre zu diesem Zeitpunkt des Rennens möglich gewesen. Ich habe da einfach diesen Ziehharmonika-Effekt schlicht und ergreifend nicht ganz korrekt eingeschätzt und bin dem Kollegen dann hinten drauf gefahren. Ist in dem Moment natürlich mein eigenes Problem, mein eigener Fehler, das braucht man gar nicht anders betiteln, aber es unterstreicht einfach nochmal diese Verzweiflung hier auf dieser Strecke, irgendwie zu versuchen, nah dran zu sein aus dieser letzten Kurve, um dann hier einen Move zu machen. Und jetzt sehen wir das Ganze mal aus einer Perspektive, wenn der Gegner vor dir kein DRS hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber sobald du im Train bist, keine Chance, absolut keine Chance. Es sei denn, der Vordermann macht irgendwie wirklich einen signifikanten Fehler, dann ist es möglich. Aber ansonsten im Grunde genommen absolut ausgeschlossen. Und wir sind in der letzten Runde, wir schauen uns mal an, was die Kollegen hier ein bisschen weiter vorne veranstalten. Der Donut-Hole, der macht hier die ultimative Dive-Bomb auf den R-Mate. Der R-Mate versucht das zu covern, macht da komplett die Tür zu und verliert dann sogar die Position gegen den Donut-Hole. Das wurde auch bei den Stewards eingereicht, schreibt da gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Aktion haltet. Aber ja, im Endeffekt kommen wir über die Linie auf dem 10. Platz, sind dann nochmal eine Runde oder zwei Runden vor Schluss die schnellste Rennrunde gefahren, logisch auf den frischen Softreifen. Ich weiß gerade gar nicht, ob die mir gut geschrieben wurde, denn der Patrick auf der 12 hat diese Runde dann nochmal unterboten, weil er auch nochmal in die Boxengasse gegangen ist. Von daher müssen wir uns hier und heute mit einem einzigen mickrigen WM-Pünktchen zufrieden geben. War aus meiner Perspektive ja doch unterm Strich ein relativ frustrierendes Rennen. Zumindest der Rennstint, der war relativ frustrierend. Viel blöde, unnötige Dinge passiert. Qualifying war super, da war ich sehr zufrieden mit. Aber ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich habe wirklich viel getan für dieses Rennen. Viel Übung reingesteckt und mehr ging einfach nicht. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass euch das heutige Video Spaß gemacht hat. Lasst einen Daumen nach oben da, falls dem so sein sollte. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und damit danke ich mich fürs Zuschauen. Sage ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein.